Zuschauer. Hallo, Eishockey-Freunde. Herzlich willkommen zur Saisoneröffnungsfeier des Deutschen Meisters. Herzlich willkommen zur Saisoneröffnung des Jahres 2022-23. Super schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer. Alle Jahre wieder, wir freuen uns wieder hier auf der Bühne zu sein. Wie ihr wisst, wir haben eine Menge Content für euch heute. Aber um das zu bekommen, müsst ihr was für uns machen. Okay? Einverstanden? Ja. Okay. Das verbindet uns allen und das ist Bock auf Eishockey und Bock auf der amtierende deutsche Meister. Heute werden sie auf die Bühne kommen. Natürlich wird es auch eine Autogrammstunde geben. Und nochmals, Uwe, was gibt's noch? Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge am heutigen Tag, was wir hier vorbereitet haben. Unter anderem möchten wir natürlich an dieser Stelle erstmal Danke sagen, dass ihr da seid. Dankeschön, dass ihr da seid in diesem Sommer hier auf dem Mercedesplatz. Ja, und dann haben wir natürlich ganz großes Programm am heutigen Tag. Wir haben also einmal die Floorball Juniors dort hinten mit freundlicher Unterstützung der AOK, mit Kinderschminken und dem Kids Club, Hüpfburg, Torbahnschießen, Glücksrad unseres Partners Ligby Moli. Und direkt neben uns befindet sich der unter dem blauen Zelt der Ticketstand, an dem ihr unter anderem eure Dauerkarten abholen könnt, wenn ihr schon bezahlt habt und alles schon fertig ist. Ist ja eine Frage, wenn ihr vorhin erst überwiesen habt, sind die jetzt natürlich noch nicht fertig, aber auf jeden Fall könnt ihr das machen. Und dann haben wir natürlich das schwarze Zelt, das ist das Merch-Zelt und der Teamstore hat natürlich auch geöffnet. Gibt eine ganze Menge interessante Sachen am heutigen Tag dazu. Dann haben wir neben dem Fanshop, da sitzt er nämlich schon, Achim Ziesche, der sein Buch signiert. Ihr kennt es ja über die Geschichte von Dynamo und Eishockey allgemein in der DDR. Alles das von Achim Ziesche, könnt ihr also jederzeit hingehen. So, soll ich weitermachen mit den Tickets oder bist du der Tickets heim? Ich kann nahtlos übernehmen. Da wurde aufgeblasene Inflated Eisbärenkopf ist, natürlich da der Champions Hockey League Trikot ist, Trophäe ist da. Da könnt ihr natürlich euch ein bisschen ablichten mit den ziemlich cool aussehenden Trikot. Natürlich, die Autogrammstunde wird es geben, dazu gleich mehr. Wichtig ist, heute werden die Trikots der neuen Saison auch vorgestellt. Und wir wollen nicht allzu viel verraten, wenn wir sie aussehen oder so. Ich kann euch nur verraten, alle Trikots sind unterschiedlichen Designs. Also, die sehen richtig geil aus und man kann sie natürlich auch heute kaufen. Da, wo Uwe schon mal den Hinweis gemacht hat, links von der Bühne, da ist der Merch-Stand, da könnt ihr die Trikots kaufen. Sei es der Heimtrikot, sei es der Auswärtstrikot oder den dritten Trikot. Alle drei werden heute vorgestellt. Karte 22-23, euren Eisbären Berlin!